Liz, es tut mir wirklich mega leid, dass ich jetzt schon so ewig bei dir wohne. Ich habe das Gefühl, ich bin bei dir im Zimmer eingezogen. Aber dieser Geruch, ey, der war doch jetzt schon 3 Tage da drin mindestens. Ich hoffe, ja, vielleicht... mach nicht auf. Ja, aber vielleicht ist er ja schon weg. Vielleicht ist er ja verflogen oder so. Wir haben das Fenster aufgemacht. Boah! Boah, das kommt gleich hierher. Boah! Boah, ganz ehrlich, hat Sam irgendwas in die Wand gesteckt oder muss ich da jetzt neu tapezieren? Was ist denn das? Das ist ja widerlich. Boah, diesmal hat er echt übertrieben. Ganz ehrlich, das riecht ja auch in dem Raum. Und Frau Meier wird das bestimmt auch bald rausfinden. Also, wir müssen unbedingt mit ihm reden. Oh, mir wird schlecht. Also, ganz ehrlich, so langsam wird es mir einfach zu viel. Klar hätten wir nicht ohne ihn in die Stadt watscheln sollen, aber das kann doch nicht sein, dass er sich hier wie so ein Kleinkind verhält und dann einfach irgendwas Ekelhaftes da im Zimmer macht. Ich glaube, wir reden jetzt mal mit ihm, oder? Er soll das einfach mal da rausholen. Boah, Sam. Was ist? Du holst jetzt sofort dieses stinkende Irgendwas aus meinem Zimmer. Meinst du Liz oder was? Oder dich selber? Sorry, aber das war eine gute Vorlage. Sam. Was? Was hast du da in mein Zimmer gesteckt? Das ist langsam nicht mehr lustig. Ich kann da gar nicht schlafen. Hast du es immer noch nicht gefunden? Nein, hab ich nicht. Tut mir leid, dann hole ich das da auch nicht raus. Du, warum? Außerdem ist Fisch gesund, also verstehe ich gar nicht, was dein Problem ist. Und ich muss jetzt auch leider los. Wo willst du denn hin? Wir wollten doch ins Essen gehen. Ach so, stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen zu sagen. Ach ja, ich gehe mit Freunden was essen und diese Freunde stehen auf euch. Und naja, deswegen könnt ihr nicht mitkommen. Und ich gehe jetzt alleine, verstehst du? Also, du musst mich da einfach nur alleine lassen, okay? Tschüss. Ist das dein Ernst jetzt? Du sollst jetzt dieses stinkende Ding aus dem Zimmer rausholen und nein, ich meine nicht Liz, bevor du den Witz jetzt schmierst. Sam! Ich denke doch nicht wirklich, dass ich jetzt noch was mit denen unternehme. Also bitte, nachdem, was sie letztes mit mir abgezogen haben, gehe ich jetzt mit Freunden in das All-You-Can-Eat-Buffet und dann lasse ich es mir richtig gut gehen, sage ich euch. Oh, Merle, hol dir das jetzt raus, wie stinkt. Nein, tut dir offensichtlich. Weil der geht jetzt nämlich erstmal mit seinen Freunden was essen. Wie, der geht mit seinen Freunden was essen? Wir sind doch seine Freunde, wir wollten doch mit ihm was essen gehen. Ja, der zieht jetzt das gleiche durch wie wir. Genau das gleiche. Oh, der soll das Ding rausholen. Wir hätten uns entschuldigen sollen. Oh, ich kann hier echt nicht bleiben, ne? Ich hätte die Tür nicht aufmachen sollen. Da geht er einfach alleine essen. Ey, der Geruch ist schon im Treppenhaus, ne? Das von Meier sich noch nicht beschwert. Ja, das wird nicht mehr lange dauern. Wir sollen uns vielleicht einfach entschuldigen, Merle. Ich entschuldige mich nicht, bevor er nicht dieses stinkende Etwas aus dem Zimmer geholt hat. Ja, du hast recht. Weil man weiß. Sagt, wie? Ja, das muss auf jeden Fall da raus. Ich kann das nicht. Boah, ich glaube, so gut gegessen habe ich. Seit Jahren nicht mehr. Oh, jetzt kommt der Gestank schon hier rüber. Oh, das ist echt fies. Ja gut, ich war jetzt mit meinen Freunden was essen und eigentlich sollten wir jetzt quitt sein. Und also ich habe viel zu viel gegessen. Ich glaube, ich hole das stinkende Ding da mal raus. Stinkt immer noch. Aber gut, der Fisch ist jetzt raus. Fenster sind auch auf. Also der Geruch, der sollte eigentlich jetzt verfliegen. Okay. Boah, stinkt hier so. Boah, Merle, guck mal, was ist das? Warum liegt das vor der Haustür? Oh, Sam! Oh, ich will das nicht anfassen. Oh, Sam! Sam, wo bist denn du da? Mach auf! Oh. Was ist? Weil das in deinem Zimmer war und ich hab's rausgeholt. Ja, du kannst es doch nicht einfach ins Treppenhaus legen. Was beschwert ihr euch so? Jetzt kommt rein, komm rein. Der Geruch kommt noch rein. Ich muss mich gleich übergeben. Ja, ich auch. Sam, warum hast du es nicht einfach weggeworfen? War das das, was du in meinem Zimmer versteckt hast? Da ist jetzt hoffentlich nichts mehr. Oh, den Geruch kriegen wir nie wieder hier raus aus der Freunde-WG. Alles neu einrichten. Was habt ihr dabei gedacht?
Was beschwert ihr euch denn eigentlich? Es ist doch jetzt raus aus unserer Wohnung. Was ist das überhaupt? Oh ja, ich bringe es gleich weg. Ich habe nur ein bisschen Bauchschmerzen und ich war gerade ein bisschen länger auf Klo. Und versprochen, ich bringe es gleich raus und oh, mir ist schon wieder schlecht. Bauchschmerzen, das kommt bestimmt von dem Fisch. Sam, weh, du verstopfst jetzt doch das Klo, ne? Das kann ich jetzt gar nicht. Keine Sorge, oh, mir ist so schlecht. Boah, Sam! Ja, als hätten wir nicht schon genug Gerüche hier in der Freundin-WG. Es riecht immer noch Merle. Es ist zwar besser, aber. Es ist echt. Ah, ich habe so ein Raumsprayzeug geholt. Das müssen wir gleich mal. Ich glaube, da brauchst du eine ganze Gastube. Ich gehe mal in mein Zimmer. Oh Gott, viel Glück, Boah! Boah. Das ist ja immer noch, ne? Oh, dieser Geruch, ne? Der hängt sich so überall in die Textilien. Das ist ja. Oh, ich glaube, es wird besser. Es ist ein bisschen besser schon, wenn das Ding jetzt hier raus ist und ein bisschen lüften. Liz! Es wird besser! Es ist Hoffnung in Sicht! Ich habe so Bauchschmerzen! Ich hätte nicht so viel essen sollen. Mir ist voll schlecht und. Das tut so weh! Warum habe ich so Bauchschmerzen? Ja, für 5 Euro All-You-Can-Eat-Buffet ist vielleicht nicht das Beste, was man machen kann, aber trotzdem. Ich habe so Bauchschmerzen! Hört mich denn keiner? Ich habe Bauchschmerzen, habe ich gesagt. Bauchschmerzen. Ich bräuchte da vielleicht mal was. Aua. Liz, Merle, Bauchschmerzen. Was schreist du denn die ganze Zeit hier rum, Sam? Was machst du denn hier so rum? Ich habe Bauchschmerzen. Verstehst du das nicht? Mir ist schlecht. Bauchschmerzen, ja, aber ja, so weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe was Falsches gegessen. Ja, warst du mal richtig auf dem Klo? Ja, war ich. Schon 4-mal. Und mir ist immer noch schlecht. Ja, soll ich dir vielleicht eine Wärmeflasche holen? Eine Wärmeflasche, das Nein, ist. Was für eine Wärmeflasche? Das ist nichts für mich. Ich brauche keine Wärmeflasche. Ich brauche was Hartes, was mir auch weiterhilft. Was denn zum Beispiel? Ja, vielleicht ein Kamillentee oder so, ich weiß nicht. Herr Zufall trinkt den immer und er sagt, der ist ziemlich gut. Ist ja richtig. Vielleicht hilft der mir ja weiter. Ja, komm, ich bring den Kamillentee. Ja, danke. Leg dich mal richtig hin, wenn du dich so krümmst, dann machst du das nur noch schlimmer. Aua, ich glaube, ich bin schwanger. Liz? Ja? Was ist denn hier los? Warum klingt ja so sterben. Er hat totale Bauchschmerzen, wollte jetzt einen Kamillentee haben und vielleicht hat er auch eine Lebensmittelvergiftung. Er war essen. Geschieht ihm recht, wenn er mit seinen Freunden da irgendwo essen gegangen ist, wie gar nicht wissen. Ja, ich weiß, aber ihm geht's echt nicht gut. Also, ja, ich bin doch schon da. Liz! Boah, ich bin schon dabei. Hier, der Kamillentee. Aber Vorsicht, der ist heiß. Ja, warte. Darüber. Das ist doch hier nicht gesund. Ja, warte. Warte. Ich habe ihm das auch schon gesagt, er soll sich ordentlich hinlegen. Aber. Der ist viel zu heiß! Meine Zunge! Ja, mach mir einen neuen. Das hat der Tee auch an sich, dass der heiß ist. Ich will einen neuen, der ist viel zu heiß. Sam, jetzt beruhig dich doch mal. Ja, sollen wir den Krankenwagen rufen vielleicht? Nein, nein! Kein Arzt! Kein Arzt oder so. Ich leg mich ja hier hin. Aber übergeben hast du dich nicht, nein, ne? Okay, dann hat er keine Lebensmittelvergiftung. Dann nein, das hilft mir auch nicht. Mann, ihr könnt mir gar nicht helfen. Ich hab mal die Bauchschmerzen. Hol das da raus! Vielleicht musst du auch einfach mal pupsen oder so. Blähungen oder so. Ja, vielleicht Blähungen und musst halt einfach mal... Lass mal Dampf ab. Ist das euer Ernst? Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Wisst ihr, was für Schmerzen das sind? Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man pupsen muss. Und das ist nicht der gleiche Schmerz. Oh, das brennt richtig. Sam, jetzt beruhig dich erstmal. Wir kommen dann nochmal wieder. Und wenn es gar nicht geht, rufen wir halt den Krankenwagen. Nein! Versuch das mal mit dem Pupsen und wenn es. Ja, passiert, ja, dann, voll witzig. Ja. Und mach das Klo danach sauber, das ist sonst ekelhaft. Ja, macht euch nur lustig über mich. Ist ja richtig witzig. Ich habe hier Schmerzen und. Oh, als ob ihr. Oh Gott! Pupsen, bestimmt, aber ich will nicht ins Krankenhaus. Aber ich glaube, ich muss ins Krankenhaus, weil diese Schmerzen, oh, das hatte ich schon mal vor ein paar Jahren und dann... Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, aber... Oh Gott. Oh. Oh, der ist ja super anstrengend. Ja, aber er hat echt Schmerzen, ne? Ich glaube... Also das letzte Mal, wo ich ihn so erlebt habe, da hat er einen Bienenstich gekriegt. Ja gut, aber das wird wohl keinen Bienenstich im Magen haben. Ja, meinst du vielleicht Blinddarm oder so? Ich weiß nicht, wenn er so krass Schmerzen hat, kann es schon sein. Ja. Wollen wir vielleicht mal einen Arzt anrufen und nachfragen? Ja, ich würde auch sagen, wir rufen mal an, schildern den die Symptome und dann fahren wir ihn einfach ins Krankenhaus. Ob er will oder nicht, hat er Pech. Kann sich eh nicht wehren, wenn er so Schmerzen hat. Also ich muss sagen, mit dem Geruch, das ist so langsam. Ja, genau.
Ja, ich denke schon. Ich weiß nicht genau wo, aber ja, es sind anscheinend sehr starke Schmerzen. Ja, sehr stark. Nee, bewegen geht. Nee, hat er nicht. Okay. Ja, okay. Ja, dann bringen wir ihn vorbei. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber wir bringen ihn vorbei. Okay, dankeschön, tschüss. Was meint er? Ja, also die Ärztin meint jetzt auf jeden Fall direkt ins Krankenhaus mit den Symptomen. Ja, dann. Es kann sein, dass es vielleicht der Blinddarm ist. Ja, dann lass uns kann jetzt, wenn es wirklich was Schlimmes ist, dann muss er jetzt. Dann muss er durch. Oh, was? Du musst dir auch aufstehen jetzt. Nein. Kannst du aufstehen? Jetzt gerade geht es aber. Du musst nein, du musst hier aufstehen. Wir fahren jetzt sofort ins Krankenhaus. Nein, nicht doch. Ins Krankenhaus, bitte nein, nicht. Wir haben gerade mit dem Arzt telefoniert. Du musst ins Krankenhaus. Das ist bestimmt der Blinddarm, oder? Ja, hat er auch gesagt. Oh nein! Komm, es wird alles gut, Sam. Sollen wir dir helfen oder kommst du hoch? Los, geht. Ich komme, ich brauche ein bisschen. Ja, und wir sollten vielleicht ein paar Klamotten mitnehmen. Ja. Nein, ich will da nicht bleiben! Ja, wir passen doch auf dich auf. Mach dir keine. Komm jetzt. Nicht, dass hier noch irgendwas Schlimmeres passiert. Ja, komm, lass mich einfach. Los, jetzt geht! Los! Oh, ich muss schon wieder. Jetzt raus! Ja, mach langsam, Sam. Warte. Wartet. Oh, bist du ekelhaft! Was soll das? Es geht mir besser. Es war wirklich ein Pups. Es geht mir besser. Hast du uns gerade angepupst? Warte. Ey, du kannst es doch nicht. Es geht mir aber besser. Du bist ekelhaft. Es geht mir besser. Ja. Ich muss nicht ins Krankenhaus. Oh ja, es stinkt ein bisschen. Ja, das ist wie der Stinkefisch. Das riecht genauso. Mir geht's aber besser. Hier, nimm deine Tasche. Mir geht's aber besser, hallo? Sieht aus damit. Mir geht's wirklich besser. Also, sorry, aber. Oh, was hast du dir dabei gedacht? Entschuldigung. Hol das da raus! Ich weiß nicht, was da drin ist! Lass mal Dampf ab. Warte. Was denn? Oh! Sam! Boah, bist du gerade angepupst? Es geht mir besser! Ey, du hast uns gerade angepupst! Warte! Du bist... Es war aber wirklich nur ein Pups! Ich muss nicht ins Krankenhaus, es geht mir besser, also... Ich geh wieder was essen.